Easy. Easy. Hey, aufwachen. Oh Gott. Du schläfst. Hast du mich erschreckt? Es tut mir leid. Ich dachte, kannst du nicht ewig schlafen? Was heißt ewig? Ich hab die halbe Nacht nicht geschlafen, weil du so laut schnarchst. Weil ich so laut... Du... also... Easy. Was? Ich schnarche nicht. Du schnarchst. Hast du dich mal gehört morgens? Auf keinen Fall. Hast du dich mal... wir haben neue Bilder. Guck mal. Guck mal, hier bin ich als Katze. Voll viele Leute haben geschrieben, ich bin eine Eule. Ich bin eine Katze, ja? Da, das ist eine Katze. Seht ihr das? Katzenohren. Du siehst echt ein bisschen aus wie eine Eule. Nein, also ich bin eine Katze. Da. Leute, Katze, ja? Das hier, ich bin eine Katze. Easy, Maus. Leute, jedenfalls, letzte Folge ist der Opa Bär, ja? Verschollen. Wir haben ihn nicht gefunden. Der Sofakopter ist weg und der Opa ist weg. Und wir denken jetzt mal, er ist kein Verdächtiger mehr. Weil er ist ja entführt worden. Richtig, hier ist die Liste übrigens. Willst du die haben? Oh, ja, gib die mal. Warte mal, war Miss X noch verdächtig? Miss X war noch verdächtig. Miss X war noch verdächtig. Und der Bürgermeister, ne? Genau. Aber richtig. Sonst sind alle, glaube ich, gestrichen von unserer Liste. Ja. Oh, wir sollten vielleicht mal hoch zur Hauptversammlung, nicht, dass wir da schon wieder zu spät kommen. Sonst ist die Miss da schon wieder eine Versammlung? Ja. Oh Mann, erstmal auf Klo gehen hier. Nee, falsche Richtung. Oh. Okay, viel Spaß. Ich wollte schon wieder ins Büro von der Miss Summer rennen. So. Oh, da stehen schon alle. Wir sind da. Wir sind da. Guten Morgen. Hallöchen. Guten Morgen, ihr Lieben. Hi, wir sind pünktlich. Durch die kürzliche Häufung der Entführung konnten wir die Verdächtigenliste abarbeiten. Wir, ne? Also Easy und ich haben die abarbeitet. Gerne. Schön. Das heißt, wir haben nur noch zwei, oder? Ja. Wahnsinn. Stimmt, sie hat auch Opa Bär durchgestrichen, richtig. Ja. Das heißt, das wird jetzt heftig zwischen den beiden. Jetzt stehen nur noch Miss X und der Bürgermeister auf der Liste. Haltet heute nochmal alle die Augen auf und schaut genau, was die beiden so machen. Kriegen wir hin, ja? Yeah! Kein Problem. Wen sollen wir verfolgen? Was denkst du, wer ist es? Was? Ronja! Oh. Oh Gott. Detective Summer! Was ist los? Was ist denn? Olivia, was ist denn los? Oh, der blöde Alarm. Miss X, sie ist entführt worden. Ich denke, das schränkt die Auswahl ein, hä? Huh? Oh, ich mach mir den Alarm aus. Mach mir den Alarm aus, danke. Ich hab's beide angemacht. Oh nein. Jetzt ist er wieder an. Oh Gott. Okay, warte. Gut, dass du kommst. Dann können wir Miss X jetzt auch von der Liste streichen. Dann haben wir jetzt unseren Hauptverdächtigen. Das heißt, der Bürgermeister ist es, oder? Der Bürgermeister ist es? Ich hatte den schon die ganze Zeit im Verdacht. Ich wusste, es ist der Bürgermeister. Der war nie so nett. Was? Ich hab mir schon gedacht, dass es der Bürgermeister sein muss. Der hat sich schon die ganze Zeit so verdächtig verhalten. Aber was jetzt? Wir können ja nicht einfach so hingehen und ihn einsperren, oder? Ja, weiß jetzt nicht. Wir brauchen Beweise, oder? Nicht alleine auf jeden Fall. Easy, Ronja, ihr kommt mit raus. Jetzt schnappen wir uns diesen miesen Entführer. Olivia, du passt auf die Basis auf. Okay. Wir schnappen uns den Bürgermeister. Ja, dann geht's los. Warte, ich habe gar keine Equip-Sachen. Warte, sie sagt noch was. Noch was. Wir haben einen anonymen Brief vor der Geheimbasis gefunden. Der war an euch gerichtet. Okay. Bin bereit! Yeah. Du hast dich umgezogen. Yes. Wir nehmen ihn jetzt fest. Warte. Wir haben noch einen Brief gekriegt. Was? An Easy und Ronja. Ihr befindet euch in großer Gefahr. Die Entführung war nur der erste Schritt. Ihr hättet nie herkommen dürfen. Flieht, solange ihr noch könnt. Wir sollen fliehen? Hier. Wer schreibt das? Ich weiß es nicht. Es steht kein Name drauf. Was heißt denn der erste Schritt? Was ist denn der zweite Schritt? Und wo führt das Ganze hin? Ich weiß es nicht. Denkst du, meine Theorie, ja? Ich als kleiner Privatdetektiv. Denkst du, das ist einfach der Bürgermeister, der uns jetzt den Brief schreibt, weil der weiß, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Und deswegen will er nicht, dass wir ihn jetzt verfolgen. Und er denkt, ja, wir hauen ab. Ja, oder jemand warnt uns wirklich vor und es passiert noch irgendwas Schlimmes, Ronja. Das kann halt auch sein. Das glaube ich nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, wollen wir los? Okay, wir gehen los, oder? Auf geht's. Okay. Olivia, dann ciao, bis nachher. Und auf geht's. Mit Detective Summer! Ich bin in die Tür gelaufen. Hoppala. Mit Detective Summer! Oh so. Gott. Oh. Ah, ich komm nicht raus! Hilfe! Hast du es geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Was ist das hier für ein Loch auf einmal? Warte. Ist da wer? Oh Gott, da ist jemand! Hilfe! Finn? Was machst du denn hier unten? Wollen wir ihm helfen? Wir müssen raus. Sonst fällt doch immer nur Pepper hier rein. Ich bin euch heimlich gefolgt, weil ich wissen wollte, wo ihr schlaft. Und dabei bin ich in die Grube hier gefallen. Ist aber auch nicht gut. Der hat uns nachspioniert. Ach,
finden. Ist nicht schlimm, wir können... Warte, ich hab Leitern sogar dabei, die können wir einfach hier dran bauen. Dann können wir hochhüpfen. Tja, ganz ehrlich, Peppa muss mal aufhören, diese Gruben zu bauen. Das kann ja nicht so... Hast du gerade die Leiter abgebaut? Kommt trotzdem hoch. Okay. Ja, gerne. Oh, vielen Dank. Ja, kein Problem, gerne. Wir helfen, wo wir können. Aber verfolg uns nicht, ja? Das ist nicht unbedingt, ne? Gut. Alles klar. Das ist Lebenslektion. Ziele erfasst. Wie jetzt? Ziele erfasst. Was? Aua! Aua, Finn! Hä? Finn, was soll denn das? Wieso? Wo kommt der Löffel her? Oh Gott, was ist das? Hä? Wieso folgen die uns? Au, oh, warum hauen die? Was? Schnell, wir müssen aus der Stadt? Was? Und führt sie ja nicht zur Geheimbasis? Oh Gott, Izzy, wo bist du? Ich bin hier. Au, Finn. Ah, ich greif mich an, Ronja. Ah, okay, weg von der Geheimbasis. Hey, was ist hier los? Oh Gott. Was ist denn das? Ich bin in der Stadt. Die verhalten sich richtig merkwürdig. Vor allem alle, die sind alle so richtig aggressiv. Seit wann das denn? Hä? Hilfe. Warte. Schnell hier. Okay, kommen wir hoch? Ich kann hier nicht hochhüpfen. Wie machst du das? Ich bin rangehüpft. Oh ja, okay. Puh. Warte, bleib da. Willst du nicht hoch? Ja. Gib mir den Aussichtspunkt. Warte, okay. Ist Miss Summer da? Wo ist denn die? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Was ist hier passiert, Junge? Warum sind die auf einmal alle wie so eine Roboter auf uns losgegangen? Ja, so eine richtige Armee. Ich lenke sie ab. Schaut, dass sie wegkommt. Okay, oh, warte mal. Guck mal, wie viele. Oh Gott, die rennen alle auf sie los. Die verfolgen sie. Wir müssen... Oh mein Gott, was ist... Warte, ist Detective Summer gerade... Detective Summer wurde von Hybriden zerfetzt. Wir sollten schauen, dass wir hier wegkommen. Wir müssen sofort weg. Das heißt, warte, hier ist überhaupt nicht sicher. Wo bist du lang? Ich bin unten, ich bin runtergefallen, runter. Okay, ich komme mit runter. Ich glaube, wir sollten... Mir? Ich bin hinter dir. Ich renne dir nach. Du bist hinter mir her? Wir sollten hier weg. Oh mein Gott. Aber wie jetzt Hybriden? Wieso Hybriden? Was für Hybriden? Was ist mit denen passiert? Das sind alles die mal entführt wurden, glaube ich, die Leute. Stimmt. Die Geheimorganisationsleute waren ja gar nicht dabei. Das war ja nur die Summer. Aber die haben sie zu Hybriden gemacht, oder was? Vielleicht hat sich deswegen Finn so komisch verhalten, weil der dann auf einmal, weißt du, sich so robotermäßig verhalten hat, was wir meinten? Wahrscheinlich. Irgendwas ist mit denen passiert in diesen OP-Seelen, aber ich frage mich, was. Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, wir müssen uns irgendwie ein neues Versteck in die Geheimbasis kommen wir nicht zurück. Nee, wir sollten die Stadt auf jeden Fall meiden. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut unbedingt morgen bei Izzys Folge vorbei. Die hier kommt nämlich jetzt am Dienstag. Das heißt, Izzys Folge kommt morgen. Und dann seht ihr, wie es weitergeht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.